Willkommen zurück, Leute, zu Final Fantasy 4. Wir sind immer noch hier in der Zwergenburg, aber es gibt hier noch etwas zu finden und zu tun. Das habe ich gelesen und bevor es jetzt weitergeht, gehen wir doch tatsächlich mal ins Lazarett. Denn hier liegt natürlich jemand. Und man sieht ihn auch schon. Er hat es tatsächlich überlebt. Was denn? Ein zweites Abendessen? Also die Küche unten bei euch ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber es hilft nichts. Ich muss mich damit Sid, du lebst. Du hast dir aber einen Auftritt geleistet. Wer ist der alte Kauz? Kauz? Hat mich dieser freche Bursche eben einen alten Kauz genannt? Du bist hier der Freche von uns beiden. Wer ist der junge Frechdachs? Ich bin Edge, der Prinz von Eplan. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, alter Kauz. Vergiss nicht, mein gutes Aussehen und meine überragenden Fähigkeiten zu loben. Edge, bitte, Sid ist verletzt. Du darfst ihn nicht aufregen. Sieh an, wenn die hübsche Rydia was sagt, kuschst du also. Sei still. Was ist mit Golbes, Cecil? Wir haben alle vier Elementarfürsten bezwungen, aber bis auf den letzten hat er noch immer alle Kristalle. Wir würden uns den letzten Kristall ja gerne holen, aber die Enterprise ist leider an der Oberfläche. Mit dem vom Feind erbeuteten Schiff können wir nicht über die Magmafelder fliegen. Das sind wirklich trostlose Aussichten. Aber zum Glück habt ihr mich. Ohne mich seid ihr doch aufgeschmissen, Kinder. Gebt es ruhig zu. Du musst aber im Bett bleiben, bis deine Wunden verheilt sind. Papalapap, mir geht es wieder blendend. Keine Zeit zum Fletzen. Fletzen? Wenn ihr mich rasch wieder im Bett sehen wollt, dann kommt mit und helft mir, dann geht alles schneller. Ach, der Sid. Wenigstens hat einer überlebt. Hoffentlich auch die anderen. Es scheint ihm gut genug zu gehen. Absolut. Fein, jetzt solltet ihr so ziemlich über jeden Untergrund gefahrlos fliegen können. Danke, Sid. Sid. Oh nein, stirbt er jetzt doch noch? Nein, er schläft nur. Oh Gott sei Dank. Er hat bis zur totalen Erschöpfung gearbeitet. Er mutet sich immer zu viel zu. Danke für alles, Sid. Nanu, ein Brief unter seinem Kopfkissen. Ich schreibe diesen Brief für den Fall, dass mir etwas zustoßen sollte. Da ihr diesen Brief jetzt lest, ist es das wohl. Gebt den bösen Saurus und eine extra dicke Kopfnuss von mir noch obendrauf. Das schulden wir unserem verstorbenen König. Nein, wir schulden es jedem und allen auf der ganzen Welt, auch den Bewohnern der Unterwelt. Hier, obwohl sie miserable Köche sind. Und bitte richtet meiner Tochter aus, dass es mir sehr leid tut, ihr mit meiner Sturheit das Leben schwer gemacht zu haben. Alles Gute und Liebe, euer Sid. Fertigkeit studieren erhalten. Ach ja, das ist schön. Ein wenig schlafen, ich bin wieder auf den Beinen. Okay, der Sid, der schläft jetzt. Und das ist auch gut so, der darf sich erholen. Was ist hier? Ist hier irgendwas? Dieser alte Mensch ist ziemlich rau, aber er scheint ein gutes Herz zu haben. Ja, das hat er. Der Sid. So, und jetzt können wir natürlich zurückgehen zur Enterprise. Ich muss jetzt erstmal den Weg hier finden. Tüdelü, irgendwo hier runter. Weiß gar nicht mehr, wo ich herkomme. Wir wollen auf jeden Fall zurück. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Ja, sehr schön. Dann sind wir ja jetzt draußen. Ich werde an der Stelle speichern. Dann habe ich es nicht nochmal zu machen, wenn irgendwas ist. Und, nicht nur das habe ich nachgelesen, sondern auch, dass wir, bevor wir uns zur Höhle begeben, mit dem Schlüssel, der die Kette ist von der Tochter des Zwergenkönigs, sollen wir irgendwie nach Süden fliegen. Und da wir jetzt über Lava fliegen können... Ah, hier sollen wir anscheinend hin. Da gibt es Waffen oder sowas zu holen oder was weiß ich was. Aber vorher dürfen wir hier gegen merkwürdige Blumen kämpfen. Okay.
Ich mach mal Eisra. Und Stumm vielleicht? Achso, die sind schon weg. Die waren ja nicht so stark. Rohkost bekommen. Dann gehen wir da mal rein. Wo sind wir denn hier? Tomra. Okay. Beim Bate meines Bruders. Woher kommt ihr? Von woanders? Wusstet ihr das? Im Nordwesten gibt es eine Höhle auf einer Insel, die ins Land der Beschwörbaren führen soll. Im Nordwesten. Und genau da wollen wir nämlich hin. Gruselig, was? Ja, gruselig. Genau da wollen wir aber hin. So, dann sind wir mal wieder beim Inladen. 300 Gil pro Nacht, das geht noch. Kann man sich auch mal merken, falls wir ein Bett brauchen. Aber wir haben ja eigentlich auch unsere Zelte. Warum sind die Sylphen so ängstlich? Wir wollen ihnen doch nichts Böses. Im nordwestlichen Eck gibt es eine Höhle, in der lauter Sylphen wohnen. Aber sie sind sehr scheu. Was auch immer das sind. Okay. Ja, dann geh. Also, der Cid lebt noch. Die Selbstmordrate des Spiels ist wieder gesunken. Wobei die Rate ist immer noch hoch. Er hat es ja trotzdem gemacht. Shirio, falsche Adresse, Freund. Hier in Tomra sagen wir Heurio. Ach, Heurio. Ja, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Übersehen. Was sagen die dazu, dass wir uns das nehmen hier? Ihr müsst ja eine weite Reise zurückgelegt haben. Nehmt alles, was ihr wollt. Als Andenken. Ach, das ist ja nett. Rache des Zeus. Ich bin ein einfacher Bauer. Bomberfragment. Turboether. Und 2000 Gil. Monsterfiebel. Antarktiswind. Schön. Gut abgestaubt. Kann man hier in die Ecken reingehen? Nein. Heurio, ist in der Burg etwas passiert? Wir haben Trubel auf der anderen Seite des Magmasees beobachtet. Ja, da ist schon einiges passiert, aber das werde ich jetzt nicht alles nochmal dir erzählen. No? So, hereinspaziert. Was haben wir denn hier? Man soll hier so ein bisschen jetzt gute Sachen finden können. Was ist denn Sternenstaub? Ich nehme das mal mit. Okay, ein Schaden. Gaia-Trommel. Huch. Habe ich das... habe ich das gekauft oder verkauft im Inventar? Nee, ich habe es gekauft. Okay, ich weiß nicht, ach, bewirkt Beben. Jetzt sehe ich das auch hier. Bewegt Komet, bewirkt Beben. Ist natürlich cool, ne? Subspirit. Ach ja, komm. Bewirkt Entzug, Spinnenfaden, Bronzesand. Oh, sind schon ein paar coole Items. Keine Frage. Also... kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Vor allem, wenn man nicht zaubern kann. Ne? Muss man ja immer mal dran denken. Es gibt halt immer so Kämpfe, wo man genau sowas braucht. Da ist man froh, wenn man dann ein bisschen Schaden macht. Wenn man dann so kurz vor so einem Ende steht mit einem Bosskampf. Aber man kann irgendwie nicht mehr viel machen, nur noch irgendwie so Items in klatschen. Dann bin ich froh, wenn ich sowas habe. So, was haben wir noch so? Hier. Angriffskram. Waffenschmieden, Plattner. Seid ihr Kundschaft? Ich werd verrückt. Davon hatten wir schon lange keine mehr. Hereinspaziert. Ashura. Ja, dass die hier nicht so oft welche haben, ist mir klar. Wer kommt denn hier auf die andere Seite der Lava? Aber okay. Angelegt 0. Kettenpeitsche. Dann nehmen wir die nochmal mit. Davon habe ich keine. Davon habe ich was angelegt. Der Ogertöter wäre auch was für Cecil. Nö. Der hat jetzt aber Dingens hier. Kane. Den Killerbogen, den haben wir schon. Stumpfpfeile. Haben wir auch nicht viele, ne? So, mache ich nämlich davon auch mal was an. Soll ich jetzt nochmal so ein Ogerdingens mitnehmen? Ich habe ja nur einen. Ach, kann ich gar nicht. Habe ich nicht mehr genug Kohle. Dann hat sich das auch erledigt. Dann ist egal. Ich habe ja trotzdem ein paar coole Sachen gekauft. Das stimmt. Es gab hier ein paar Sachen, die auf jeden Fall gut waren. Vielleicht nochmal was zur Abwehr. Angelegt im Inventar 0. Habe ich die jetzt verkauft schon? Das
muss einen Grund haben, wieso ich die nicht habe. Ich habe doch ein Diamantenschild. Ich dachte, ich hätte ein Diamantenschild. Ich dachte, ich hätte ein Diamantendingens. Diamantenreif. Auch gut. Oder halt das Schild. Das geht gar nicht. Dann nehme ich Diamantreif mit. Kriege ich davon zwei hin. Das wäre nämlich für Rosa und Rudy ja gut. Das mache ich direkt mal. Komm mal her, du. Rydia. Huch, Diamantenreif. So, jetzt ist die Hauptabwehr besser. Nur die magische nicht so. Ich weiß nicht, manchmal ist es gut nur magische, aber es ist manchmal halt nur physisch. Was ist hier? Oh, was haben wir denn hier? Ich kann einfach zu ihm rüberlaufen. Okay, was habt ihr denn hier für einen Trick 17? Dass man hier einfach durch die Wand laufen kann. Okay. Kann man ja mal machen. Gut. Wenn ich jetzt mehr Kohle hätte, dann hätte ich mir das Schild noch holen können. Kann ich aber nicht. Ist egal. Ist hier noch was in der Ecke? Ja. Eine Phönixfeder. Das ist schön. Wer bist du? Ihr kommt von der Oberwelt. Soll das heißen, die gibt es wirklich? Ja, die gibt es wirklich. Ach so, da war das. Ja, ich räusper immer noch ein bisschen. Ich habe die ganze Zeit immer noch diesen blöden Husten. Super nervig. Der will einfach nicht weggehen. Aber gut. Ist halt leider so. Ja. Ach, hier ist jetzt diese Höhle. Ist das jetzt die hier? Oder? Nee, das ist eine andere, oder? Was ist das hier für eine Höhle? Versiegelte Hösle. Eingang. Ich werde mal hier speichern. Lieber besser mal so. Weil ich nicht weiß, was hier kommt. Versiegelte Höhle. Eingang. Halte den Schlüssel empor und der Weg zum Dunkelkristall wird sich dir präsentieren. Okay, dann machen wir das mal. Was ist er denn? Flammenkram, Blitzkram, Finger, Heilerstock, Flammenschild, Dunkelfleisch, Dunkelschild, Flammenschild, Dunkelschild, Sträflings, also Bahn, Tonika, Silberreif, Eisbrand, Ornat, Baron Schlüssel, Lugeschlüssel, Anlocken, Flüstergras, Studieren, Lukas Kette. Ja. Da gehe ich gleich mal rein. Ich will nur mal wissen, ob hier noch was ist. Das wird ja wohl dann die Höhle sein, wo wir hingehen sollen, ne? Okay. Versiegelte Höhle unter Geschoss 1 und es geht direkt los hier. Bäm! Wir greifen mal direkt an hier. Ja, die ziehen ja gar nicht viel ab. Oh. Oh, das heilt ja. Das ist nicht gut. Heilt etwa Eis? Ja, Eis heilt. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ja, dann machen wir was anderes. Dann machen wir mal Blitzfarben. Sehr schön. Kane hat wenigstens Schaden gemacht. Du betest mal. Können die mal aufhören, alle zu sterben? Und kannst mal aufhören, einfach so anzugreifen mit deinem blöden Konter, wirst du es nämlich immer wieder heilen, du Nase. Wenn das hier noch so weitergeht, dann sterbe ich. Ja, dann sterbe ich. Wie wäre es mit Weglaufen? Oder Wiederbeleben ist auch eine gute Idee. Da muss ich anders vorgehen. Kannst du mal abhauen? So.
Ja, komm, scheiß auf die 200 Blagil. Ich habe jetzt keine Lust, hier zu sterben. Und im Moment sind wir noch relativ weit vorne. Dann kann ich nochmal zurücklaufen und alle auf einfache Art wiederbeleben. Muss ich nicht, Ja! Dankeschön! Nein, ich möchte nicht gegen dich alleine, gegen euch kämpfen. Jetzt schlafe ich auch noch. Haust du mal bitte ab? Ja gut, die sind jetzt nicht so stark, aber er wird es wahrscheinlich mit dem Abhauen schaffen, oder? Na, dann konter mal. Konter und mach's fertig. Das Vieh. Ja, und dann eben so, genau. Gewinnen ist sowieso viel besser als verlieren, das ist ja wohl klar. Ich nehme jetzt mal so ein... Ja, was nehme ich denn mal? Eine Hütte. So. Das war ja schon mal ziemlich schwierig, dafür, dass das der erste Kampf war in der Höhle. Ich hoffe, es leben jetzt alle wieder. Es leben alle, allen geht's wieder gut. Schön. Aber wie gehe ich jetzt mit diesen Dingern vor? Das ist ja nicht so einfach, ne? Wie es scheint. Können wir auch nach da? Ach, wir können auch nach hier. Und da kommen auch schon wieder die Nächsten. Ich greife einmal jetzt hier an mit dem. Und mach Bio. Okay, das Eis ist schon mal gut. Es macht Schaden, das ist das Wichtigste. Wir sind direkt auch schon wieder vergiftet. Ich sehe das schon kommen, es wird nicht einfach hier. Und ich habe eine Errungenschaft bekommen, Liebhaber. Vielleicht, weil ich so viele Monster mittlerweile bekämpft habe oder so, so viele verschiedene. Das Siegel ist gebrochen, wir müssen schnell zum Kristall. Ja, das stimmt. Aber erstmal möchten wir dich, möchten wir deine Vergiftung aufheben mit Gegengift. Genau. Du kommst da nicht weiter, ne? Nein. Kommst du hier weiter? Nein, auch nicht. Schön. Mich voll umsonst gelaufen. Was sind das denn alles für Viecher? Okay, das heilt mal wieder. Das ist wunderbar. Ich mache jetzt mal auf alle Bio. Bio mag keiner. Vergiftung ist immer scheiße. Jetzt konnte er doch nicht immer bei diesem blöden Mistvieh. Das bringt doch nichts. Na, hat's bei ihm geklappt? Ja, sehr schön. Ja, scheiße, ne? Komm, können die mal sterben jetzt? So. Mach ich mal Feuer hier auf das Vieh. Stehen wir nochmal. Und da stirbt auch schon wieder der Erste. Das ist schnell hier heute. Ja. So, mach mal dein Singlied, bevor wir wieder angegriffen werden, mein Lieber. Och Mann, die sterben so schnell. Also dieses Dreihornvieh mag ich gar nicht. Es leben auch nur noch zwei jetzt gerade. Das ist echt ein bisschen ätzend. Ich kann eigentlich gleich schon wieder nach zurücklaufen und die schon wieder beleben. Und habe Angst, dass ich wieder angegriffen werde. Deswegen meine heiligen Phönixfedern werde ich jetzt mal verwenden. Und für den Start erstmal ein paar High Potions. Keine Lust wieder zurücklaufen, aber man wird halt direkt wieder angegriffen. Und da ich nicht weiß, ob die dann wiederkommen, mache ich es jetzt mal lieber auf die Tour. Okay, komm. Die sind nicht so stark. Greif einfach mal an.
Film. Wir werden alle verstummt. Aber bei den Mädels ging es daneben, das ist auch schön. Aber unsere physischen Attacken sind immer noch nach wie vor gut, von daher. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt lieber mal meine Eiswaffen ändern sollte. Ich glaube, das werde ich sogar tun. Und ich glaube, ich werde für euch ein bisschen mal weiterlaufen, sonst komme ich hier nie weg vom Fleck. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder an einer etwas weiteren Stelle hoffentlich, wo ich dann schon etwas weitergelaufen bin. Hoffentlich aber noch nicht zu weit, damit ihr auch ein bisschen die Höhle sehen könnt. Ja, und dann hoffe ich, dass ich nicht so viel sterbe, ne? Leute, also bis zum nächsten Mal. Bis dann!